Das Huawei P Smart Z, was für ein Name, kommt mit einer Dualkamera hinten, wobei hier nur der Hauptsensor mit 16 Megapixeln wirklich genutzt werden kann, da der zweite nur für Tiefeninfos für den Bokeh-Modus verwendet wird. Mit der Blende 1.8 sollte auch genügend Lichteinfall ermöglicht werden. Dank des Phasenautofokus ist das Fokussieren von Objekten auch recht flott und genau. Highlight ist die ausfahrbare Frontkamera, die ebenfalls mit 16 Megapixel auflöst und eine Blende von 2.0 mit sich bringt. Das Highlight beschränkt sich hier aber eher auf das Verstecktsein und das dadurch größere Display ohne Einkerbung. Richtig tolle Aufnahmen gelingen mit der Frontkamera nämlich nur, wenn man den optimalen Schärfebereich des Fixfokus trifft. Also nicht zu nah dran halten und nicht zu weit weghalten, ansonsten wird es unscharf. Die Erkennung des Gesichts und die Anpassung des Weißabgleichs und der Belichtung klappt hingegen gut. Das Ausfahren der Kamera erzeugt ein ziemlich hörbares Motorgeräusch und der Mechanismus funktioniert allerdings doch relativ zuverlässig, auch wenn etwas langsam im Vergleich zu anderen Pop-up-Kamera-Smartphones. Zum Schutz der Frontkamera fährt diese auch bei einer Sturzerkennung ein. Die Hauptkamera nimmt bei aktiviertem AI-Modus Bilder in 8 Megapixel auf. Hierbei werden neben dem automatischen HDR auch Szenen erkannt und so kann man direkt in einen Porträtmodus springen oder die Kamera kann die Aufnahme für Essen farboptimieren. Ansonsten bietet die Kamera bei Tageslicht gute Ergebnisse. Ein wenig Probleme gibt es bei Gegenlichtaufnahmen. Hier scheint selbst mit aktiviertem AI-Modus, der dann den HDR-Modus aktiviert, die Aufnahme etwas zu dunkel zu geraten. Mittels der Belichtungskorrektur kann man aber das Ganze schnell wieder reparieren. Hier sollte Huawei eventuell doch noch etwas nachbessern. In dunkleren Verhältnissen sollte man entweder auf den AI-Modus setzen oder gleich den Nachtmodus benutzen. Denn bei deaktiviertem AI-Modus zeigt der aggressive Rauschunterdrückungsalgorithmus ein sehr, sehr verschmiertes Bild. Einen RAW-Modus gibt es leider nicht, dafür kann man aber in den Pro-Modus der Kamera schalten und dann Bilder aufnehmen ohne diesen Rauschunterdrückungsalgorithmus. Ergo zeigt sich ein deutlicheres Bildrauschen, aber dann auch das schärfste Bild. ISO-Werte sollte man im Pro-Modus dann nicht auf manuell setzen, sondern in der Automatik lassen, da im manuellen Modus nur bis ISO 1600 hochgeschaltet werden kann. Im Automatik-Modus kann diese Kamera dann aber bis auf ISO 3200 hochgehen. Ansonsten wird die typische Huawei-Kamera-App ausgeliefert mit Zeitlupenfunktion, die 120 und 480 Bilder pro Sekunde bei einer HD, also 720p-Auflösung aufzeichnen kann. Panorama, HDR, Zeitraffer, Filter und Sticker sind ebenfalls mit an Bord, zusammen mit dem AR-Objektiv, das Augmented Reality-Effekte auf Gesichter oder Ebenen zeichnen kann, und den Lichtmalerei-Modus mit Lichtspuren, Lichtgraffiti, seidiges Wasser und Sternspuren der Kreativität eigentlich keine Grenzen setzt. Wie üblich kann mit dem Momente-Knopf eine kleine Videosequenz als Foto abgespeichert werden. So, das ist eine Aufnahme mit dem Huawei P Smart Z der Frontkamera in 1080p. Ihr müsst darauf achten, dass ihr 1080p wirklich einstellt, weil bei mir war standardmäßig 720p eingestellt und dieses Gekrissele wollte ich euch nicht zumuten. Nun, diese Frontkamera wird halt eben ausgefahren, ist halt diese Pop-up-Kamera und bietet eine relativ gute Qualität, ist aber ein Fixed Focus. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie hier meine Kekse beispielsweise nehme und in die Kamera halte, sollte das Ganze nicht scharf stellen, sondern weiterhin auf mich scharf fokussiert sein. Es hat eine wunderbare Erkennung fürs Gesicht, so dass ihr jetzt hier seht, der Hintergrund ist überbelichtet, aber mein Gesicht ist richtig belichtet. Ist also für Selfies optimiert, auch im Videomodus. Und man kann damit auch relativ bedingt gute Aufnahmen machen, was jetzt hier Vlogging oder sowas angeht. Ganz einfach aus dem Grund, dass es keine optische Bildstabilisierung gibt und auch keine elektronische. Zumindest habe ich keine ein- oder ausschalten können. Und das sorgt halt eben dafür, dass wenn ich hier ein bisschen rumlaufe, es doch dann ein bisschen was wackelt. Wenn ich mich hier ein bisschen langsam bewege und einen Tripod habe, so wie jetzt gerade eben, ist es eventuell doch noch möglich und machbar und auch die Soundqualität sollte durchaus in Ordnung gehen. Und von der Videoqualität her, ja, ist es okay, aber wir kennen ja die Huawei-Smartphones, die sind da so ein bisschen schlechter.
So, Videoaufnahme mit der rückwärtigen Kamera. Gott sei Dank lässt sich hier eine der Lautstärketasten für benutzen. Ganz einfach. Hier sieht es so aus, dass ich jetzt, glaube ich, unterbelichtet bin und der Hintergrund richtig belichtet ist, weil das halt eben nicht für Selfies optimiert ist. Bewege ich mich so hin, sollte es eigentlich alles wunderbar klappen. Und fürs Vloggen eignet sich auch eher bedingt, weil halt, wie gesagt, ich habe keine Bildstabilisierung gefunden. Beide Aufnahmen übrigens sind 1080p, 30 Bilder pro Sekunde. Ich glaube, die rückwärtige Kamera kann auch 60 Bilder pro Sekunde 1080p aufnehmen, aber 4K geht leider nicht. Die Kameras des Huawei P Smart Z bieten für die Preisklasse angemessene Qualität, können aber zum Beispiel mit den 48 Megapixel ausgestatteten und teils günstigeren Redmi-Smartphones nicht ganz mithalten. Die Software ist dagegen grundsolide und liefert die gewohnte Vielfalt von Huawei. Die Frontkamera reicht für Schnappschüsse aus, der fehlende Autofokus zwängt einen in der Bildgestaltung dann allerdings doch etwas ein. Und Huawei verschenkt hier ein wenig Potenzial. Ein allseits beliebter und genutzter 48 Megapixel Sony-Sensor hätte dem Smartphone wohl besser gestanden.